In der zweiten Book of Boba Fett-Folge ist dieser Wookie aufgetaucht, der dank seines schwarzen Fells und seiner Narbe am linken Auge vermutlich Black Chrysanthemum ist. Ein Wookie, der in den Darth Vader und Dr. Aphra Comics eingeführt wurde. Chrysanthemum scheint vielleicht bald gegen Boba kämpfen zu müssen. Und dann wird es sehr spannend. Denn Chrysanthemum muss sich vor Boba absolut nicht verstecken. Selbst für Wookiee-Verhältnisse ist er unwahrscheinlich stark. Er konnte ohne Probleme Gamorreaner anheben, Chewbacca schnappen und vollkommen über seinen Kopf halten und Menschen dutzende Meter weit schmeißen. Ansonsten hat Black Chrysanthemum zum Training auch noch gegen einen Sarlacc gekämpft und ist freiwillig in tödliche Gladiatorenkämpfe gegangen, zu denen sonst nur Sklaven hingeschleift wurden. Bewaffnet war er mit einem Bowcaster, und wir wissen, wie stark die sind, einem Elektronetzwerfer mit metallenen Handimplantaten und trug permanent goldfarbene Schlagringe. Und nicht zuletzt wurde Black Chrysanthemum neben Boba als der beste Kopfgeldjäger in Jabbas Gefolge angesehen. Da dürfte Boba bald ein sehr großes Problem haben. Für weitere Kurzvideos zu Book of Boba Fett schaut mal hier in die Playlist rein.